So, jetzt muss ich doch mal ein bisschen zynisch werden. Der weltberühmteste, versierteste, bekannteste Professor Dr. Dr. Professor Professor Dr. 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 Bill Gates, der mit seinen Verdiensten so viel Geld auf seinem Konto angehäuft hat, dass er 8 Minuten in der Tagesschau reden darf, meldet sich zu Wort. Ja, er fordert Gehorsam. Wir müssen alle nur Masken tragen und er würde seinen Vater ja auch nicht mehr umarmen, weil er Angst hat vor Corona. Ob der das ernst meint, der Mann? Wenn ich sein Vater wäre, dann würde ich ihn nur aus einem einzigen Grund nicht mehr umarmen wollen. Und das ist sein Umgang mit Corona. Er hat Millionen unglücklicher Menschen jetzt auf dem Gewissen. Kinder in den Schulen, Schwangere in den Krankenhäusern, tatsächlich alte Menschen, die nicht mehr umarmt werden von ihren Verwandten, weil die Aufklärung in eine völlig falsche Richtung läuft. Und dieser Mann maßt es sich an, uns zu belehren. Professor, Professor, Dr. 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 Bill Gates. Hey, Sie sind ja so schlau. Sie haben die Lösung schon vor dem Problem, ja? Welches Problem haben wir denn aktuell? Sie sind das Problem, Herr Bill Gates. Sie möchten 7 Milliarden Menschen impfen. Und wo ist das Problem, bitteschön? Dass Sie die Impfdosen schon hergestellt haben? Dass die Rechnungen noch nicht gestellt haben? Mein Gott, und jetzt muss ich ihn auch noch in der Zeitung ertragen. Und das morgens schon vor der Arbeit. Also, liebe Zeitungen, ihr könnt das gerne abdrucken. Das nimmt sowieso keiner mehr ernst. Das ist ja lächerlich. Das ist ja komplett lächerlich. Total am Ziel vorbei. Unsere Gesellschaft wird gerade auf den Kopf gestellt. Den Menschen geht's schlecht. Und zwar wegen diesem Herrn. Und dann kommt er raus und sagt, naja, wenn wir uns alle nur an seine Regeln halten, dann ist ja alles wunderbar. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass diesen Menschen überhaupt niemand gewählt hat? Dass das überhaupt gar kein, na, unserer Vertreter ist? Dass er noch nicht einmal ein Vertreter der Wissenschaft ist? Dass es einfach nur ein Milliardär ist, der seine Kohle ausgibt für irgendwas, was er gerade für richtig hält? Wofür würde ich denn Geld ausgeben? Vielleicht sollte er das für eine bessere Krankenhausausstattung ausgeben, ja, dass noch weniger Leute dort sterben müssen. Also jetzt nicht für Beatmungsmaschinen, aber zum Beispiel Antibiotikaresistenzen ist so ein Thema. Wie kriegen wir es in Krankenhäusern in den Griff, ne? Weil die meisten Corona-Toten, die sterben ja nicht an dem Virus, sondern die sterben an den bakteriellen Infektionen, die da nach stattfinden. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Meine Eltern sind beide an ähnlichen Sachen gestorben. Da gab es Corona noch gar nicht. Tja. So ist das. Herr Professor Dr. Dr. Gates, hören Sie auf, uns solche Geschichten zu erzählen. Sie haben ein Problem, nicht wir. Sie haben das Problem, dass Sie nicht wissen, wo Sie Ihre Impfdosen loswerden sollen. Ich hoffe, das wird man Ihnen klar und deutlich sagen in den nächsten Tagen und Wochen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Ich bin ganz klar und deutlich und ganz klar und ruhig. Und wenn jemand hier meint, ich bin aufgeregt, dann ist das seine persönliche, subjektive Empfindung. Ich habe einfach nur meine Meinung gesagt. Ich will diesen Mist von Herrn Bill Gates nicht mehr lesen. Von diesem Virologen. Diesem weltweit reichsten aller Virologen. Diesem weltweit. Ach, hören Sie auf, Bill Gates. Hauen Sie ab.